dieses ganze family-friendly und politisch korrekt und etipetete und bla bla bla. Niemand von diesen ganzen hat auch irgendwo mal was gesagt und in irgendeiner Art und Weise mal auch mal Stellung behoben zu Skos und mal gesagt, okay, wir mögen den nicht, aber das, was Shoyoka gemacht hat, war nicht in Ordnung, dass sie dir sexuelle Belästigung unterstellt hat und sich am Ende als verkehrt herausgestellt. Aber wenn wir sowas machen, boah, Bruder, wir würden tot gecancelt werden. Aber bei Shoyoka ist das ja in Ordnung, weil sie mit diesen ganzen Leuten Hand auf Blatt und wie sie alle heißen und alles so, oh ja, wir fassen uns gegenseitig ans Schwanz, oh, wir sind die linke Bubble, wir halten zusammen, egal was wir machen, ihr widert mich alle an, ihr seid alle scheiße. Puh!